Willkommen wieder zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer, heute in der Folge 275. Ja, wir waren ja unterwegs und auf dem Weg nach Venedig, da werden wir ja schon begrüßt, obwohl wir hier stehen, genau. Ja, und wir waren ja von London gekommen, auf dem Weg nach Venedig, das war eine relativ weite Strecke und wir stehen ja noch an der Grenze zwischen Frankreich und Belgien. Wir kamen ja aus Calais, sind gerade noch in Frankreich und werden jetzt direkt nach Belgien fahren. Wer ist das denn? Kennen wir den? Ne, wieso hält denn jetzt hier an? Ja. Schönen guten Abend. So, müssen wir mal hier alles lösen. Ich mache mich mal ein bisschen niedriger. Wir sind heute auf Server 2 unterwegs. So. Hier ist einiges heute los, aber wir hatten zum Glück noch die Gelegenheit, hier auf den Server zu kommen ohne Probleme. Können wir mal... Genau, das ist ja eine blöde Auffahrt hier. Heute geht es weiter nach Venedig. Da werden wir heute auch noch ankommen. Und nach dieser Aufnahme wird es einen Livestream geben. Also nachdem die Folgen dieser Aufnahme hochgeladen worden sind, werden wir einen Livestream wieder machen mit einem Konvoi im Euro Truck Simulator. Deswegen werde ich heute darauf achten, dass wir am Ende der Aufnahme auch... ja... den Auftrag abgeschlossen haben werden. Wenn wir dann in Venedig angekommen sind, dann machen wir nur noch einen kurzen, wenn noch Zeit ist, damit wir dann den Auftrag fürs nächste Mal dann bei dem Konvoi nicht abbrechen müssen. Haben wir ja eigentlich noch stehen. Ach so, Recording haben wir jetzt zumindest stehen. Okay, alles gut. So, dann machen wir mal den Tempomaten rein bei 83 und cruisen gemütlich jetzt hier lang. In Richtung Süden. Ja, und ich habe auch wieder einiges heute zu erzählen, denn ich war ja, vielleicht haben es die ein oder anderen mitbekommen, eine Zeit lang im Urlaub gewesen, und zwar mit einem Wohnmobil. Und daher kann ich jetzt so ein bisschen berichten, wie das so ist, Wohnmobil fahren, LKW fahren. Das ist so vom Gefühl relativ ähnlich. Vor allem hat man dann auch nämlich diese wunderschönen großen LKW- bzw. Busspiegel. Die sind wirklich klasse. Und ich muss sagen, nach der Zeit in dem Wohnmobil, da bin ich ungefähr 3000 Kilometer gefahren mit in 11 Tagen. Danach war es für mich eine ziemliche Umgewöhnung, wieder Auto zu fahren. Ich fühlte mich da, obwohl ich das ja fast schon seit, lass mich mal rechnen, 2017, 18, ja, seit 2,5 Jahren mache. Fühlt mich auf einmal total unsicher. Vorher alles prima, alles sicher, und dann setze ich mich ins Auto und denke mir so, uah, was ist das denn? Das ist so komisch alles fahren. Die Lenkung war so komisch. Es war alles so komisch. Ja. Und auch die Spiegel so klein. Beim Auto sind sie ja breit, die Spiegel, aber ganz flach. Ja. Und beim LKW oder im Wohnmobil sind sie hoch und ganz schmal. Ja, also ist aber schon schön, ja. Und ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, es gibt ja verschiedene Arten von Wohnmobilen. Es gibt ja welche, die sind integriert. Und es gibt welche, die sind teilintegriert. Teilintegriert heißt, da ist zum Beispiel ein Fiat Ducato, den sieht man vorne. Ne? Und dahinter ist das so aufgebaut, das Wohnmobil. Und es gibt welche, da sieht das Wohnmobil vorne aus wie ein Bus. Da sieht man gar nicht, dass da ein Ducato oder ein Sprint darunter steckt. Das hat auch so ein bisschen Bus-Feeling. Beim Ducato ist halt die ganze Front vom Ducato. Hat auch so ein Autogefühl dann eben. Was macht der denn hier? Und bei einem voll integrierten Wohnmobil oder integrierten Wohnmobil nennt man das da, hat man dann eine Scheibe wie im Bus. Oder wie hier. So eine richtig vertikale Scheibe und nicht so schräg wie im PKW. Und das ist wirklich ganz cool. Auch das Gefühl, ja. Und, fand ich wirklich klasse. Und da war ich unter anderem auch in Venedig, wo wir heute hinfahren. Also nicht in Venedig, sondern auf der Insel Venedig. Da gibt es nämlich so einen Stellplatz. Und ab da ging es dann nach Venedig rein. Zu Fuß, wohlgemerkt, nicht mit dem Wohnmobil. Auch durch Kroatien ging es. Durch Österreich, Slowenien. Also war wirklich eine ganz, ganz tolle Runde. Kann ich jedem nur empfehlen. Das Einzige, wo ihr darauf achten müsst, ne? 3,5-Tonnen-Grenze müsst ihr darauf achten. Darf man ja heutzutage mit einem Autoführerschein nur noch fahren. 3,5 Tonnen, früher war das mehr, obwohl das eigentlich schon ziemlich riskant ist. Also es war auch überfällig, mal zu sagen, wir machen 3,5 Tonnen als Grenze für einen Autoführerschein.
Und ja, da könnt ihr jetzt Wohnmobile fahren bis 3,5 Tonnen. Das kann am Ende so, nur damit ihr mal so eine grobe Übersicht habt, auf so ein 7 Meter Wohnmobil hinauslaufen. Das ist natürlich auch schon relativ groß. Klingt vielleicht nicht nach viel, aber ist, wenn ihr davor steht, dann ist das viel. Kann ich euch versichern, ja. Ja, und ist auf jeden Fall eine sehr nette Art zu reisen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dieses Gefühl von OMSI, was man kennt, wenn man mit einem Bus um eine Kurve fährt, das kann man ja wirklich super anwenden. Es ist natürlich jetzt so ein Wohnmobil mit 7 Metern Größe, das ist ja so ein Zwischending zwischen Auto und Bus. Es fährt sich natürlich nicht wie ein Bus, es fährt sich aber auch nicht wie ein Auto, das ist sowas in der Mitte. Und so muss man halt so halb sein Wissen anwenden, was man hat, wie man einen Bus fährt, das kann man da gut einsetzen im Prinzip. Und ja, nun auch dieses Rumcruisen hier, das ist schon toll irgendwie, ne? Also macht unheimlich Spaß, gerade weil das ja auch im Urlaub dann ist, ne? Da ist ja auch, würde ich sagen, das Fahren von dem Fahrzeug, das ist dann auch Teil des Urlaubs natürlich. Das macht man ja auch nicht alle Tage in dem Sinne und ich finde es unheimlich toll. Kann es jedem nur empfehlen. War für mich das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ich persönlich bin ja sonst eher in meiner Freizeit auf dem Wasser unterwegs. Aber ganz tolle Sache. Ich weiß, früher war es ja immer so, Camping, hast du im Wohnwagen überhaupt Licht? Ja, kannst du da auf Toilette gehen? Das ist heutzutage alles anders. Du hast LED-Beleuchtung in den Fahrzeugen. Tolle Innenbeleuchtungen, indirekte Beleuchtung nennt sich das, da sind dann die Wände so angeleuchtet von den LEDs und die verbrauchen kaum etwas, ja. Da hält eure Batterie so lange. Früher mit den alten Halogenlampen hat das ja teilweise nicht lange gedauert, da war eure Batterie leer vom Fahrzeug. Aber mit der neuesten LED-Technologie habt ihr innen drin wirklich voll die Durchleuchtung, ja, oder voll die Erleuchtung. Ohne großartig Strom verbrauchen zu müssen. Und, ja, das war, wie gesagt, früher noch anders. Das ist halt ein Riesenvorteil an der LED-Beleuchtung in einem solchen Bereich. Ja. Oder auch, Kühlschrank hat man natürlich an Bord. Man hat, ja, eine Toilette, die auch vollwertig nutzbar ist. Da kann man wirklich jegliche Arten von Geschäften drauf verrichten. Muss halt nur alle 2-3 Tage mal dann so eine Kassette auslernen, wo das dann gelandet ist. Aber das ist wirklich alles, es ist ziemlich komfortabel. Also, es ist vielleicht nicht so, wenn man hört Camping, Wohnmobil, das klingt immer so ein bisschen nach Wald, Wiese, Abenteuer und Zelt, ja. Aber das ist es eigentlich, wenn man das so auf diese Art und Weise macht, nicht. Das ist ja nicht Wildcamping, das ist ja schon ein bisschen exklusiver, aber es ist auch eine wunderschöne Art zu reisen. Also, ich kann es euch, wenn ihr das noch nie gemacht habt, mal ans Herz legen. Das kann man ja wirklich super mal testen. Nur so ein Tipp, vielleicht nicht unbedingt jetzt gerade, wenn die Saison richtig losgeht, sondern vorher, weil sonst kostet das sehr viel, wenn ihr eins ausleiht. Weil ja viele andere schon auf die Idee gekommen sind und deswegen macht es durchaus Sinn zu sagen, wir machen das im März, ja, da hatte ich das jetzt auch gemacht, da ist noch nicht so viel los, wobei in Kroatien zum Beispiel, da war trotzdem zum Teil die Hölle los, ich will gar nicht wissen, wie das da im Sommer ist, also da dachtest du echt, du bist da so als, bist du so einer der wenigen, die da jetzt überhaupt in die Richtung vordringen und dann kommst du da an und denkst dir, holla, was ist denn hier los? Ist jetzt hier schon Sommer oder was? Ja, also teilweise schon recht komisch, ja. So, jetzt haben wir aber ein Thumbnail für die Folge hier. Ist schön. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn wir jetzt hier im Dunkeln sind. Wir können beim nächsten Mal am Rastplatz einfach mal versuchen ranzufahren. Vielleicht schaffen wir es dann mal. Ich hoffe, wir kommen übrigens heute in der Aufnahme noch an, ne? Und dann
ganz am Rande. Schon 10 Minuten rum, aber gerade 200 Kilometer erst geschafft. Ich hoffe mal, das wird was. Wir werden uns dann, wenn der Livestream beginnt, einfach von da, wo wir dann sein werden, am besten zu unserer Garage in Frankfurt oder London oder so beamen. Das muss ich kurzfristig dann noch abmachen, beziehungsweise mit euch dann bereden, beziehungsweise festlegen im Voraus. Und jeder, der möchte, kann dann wieder mitfahren. Hat mich beim letzten Mal sehr gefreut, dass wir da so zahlreich waren. Wir werden dann auch dieses Mal den Livestream dann wieder machen, so ach, ein, zwei Stündlein irgendwie. Irgendwie so. Und ja. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, wenn wir uns da auch so ein bisschen überlegen, wo wir hin wollen. Vielleicht habt ihr eine Idee, wo ihr sagt, Mensch, da soll es hingehen. Was war das denn jetzt hier für ein Experte? Eieiei. Na, es gibt so manche Leute, die haben da irgendwie Spaß dran, ja? Naja. Sollen sie machen. Natürlich ein bisschen schade, dass solche Leute dann hier den Leuten, die wirklich hier ernsthaft spielen möchten, ne, so ein bisschen versuchen, ja, das Leben schwer zu machen. So ein bisschen, das ist so ein bisschen so wie jemand, der dann, wenn die Kinder, Mensch, ärgerlich nehmen, das Brett nimmt, aus dem Fenster schmeißt und die ganzen Figuren fliegen weg, ja. So ist das so ein bisschen, ja. Also ich finde das, naja. Also, dass das ein Admin war, kannst du mir nicht erzählen, ja. Also, die würden ja sowas nicht machen. Da war ja wahrscheinlich irgendwie nur so ein Pilot, also so ein Lotsenfahrzeug, ne. Gucken wir mal, ob schlafen geht. Ne, ich bin nicht müde. Hm. Na gut, schade. Gut, ist ja auch nicht schlimm. Wir sind ja auch schon öfters im Dunkeln gefahren. Na, und hier heute in unserem neuen Mercedes-LKW, den wir uns beim letzten Mal gekauft haben. Und, ja, ich hatte ja erwähnt, dass euch ja auch interessiert hatte, wir werden uns wahrscheinlich noch einen MAN Euro 6 LKW kaufen. Und, das können wir vielleicht machen zur 300. Folge oder so. Wir müssen mal gucken. Oder vorher. Wir können auf jeden Fall nochmal eine Umfrage machen. Was mich auf jeden Fall gefreut hat, ist, dass ihr so zahlreich teilgenommen habt an den Umfragen, die ich auf YouTube gemacht habe. Denn ich hatte da eine Umfrage reingestellt für 5 Stunden. Da hatten schon 50 Leute da teilgenommen. Da war ich total, ja, begeistert von. Und ich werde dann ja, wir werden mal schauen. Oder wir machen nochmal eine andere Umfrage. Oder vielleicht mal zu einer Route für einen X-Plane-Livestream. Ne? Also irgendwie was in der Richtung werde ich da bestimmt nochmal erfragen. Weil das ja auch wirklich sehr gut funktioniert. Da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass das dann so problemlos funktioniert. Ja, wir haben leider kein richtiges Horn auf dem Dach. Da müssen wir mal bei der nächsten Werkstatt, wenn wir dann angekommen sind, mal ranfahren und uns mal da entsprechend ausstatten, ja. Wir hupen ja hier wie so ein Auto, ja. Also, da müssen wir nochmal ein bisschen was optimieren. Aber wir haben ja heute unheimlich viel los. Wir sind ja gerade noch gar nicht mal so richtig in so einem Zentrum, ja. Aber haben wir ja so viel Verkehr, das freut mich. Habe ich jetzt das Fernlicht angelassen? Nee. Jetzt verstehe ich das hier gerade aber nicht ganz. Es scheint, als wären wir falsch gefahren. Müssen jetzt hier drehen erst nochmal. Naja, also haben wir irgendeine Ausfahrt verpasst. Hm. Na, wir fahren mal ab. Können dann in Metz wahrscheinlich drehen. Natürlich doof, dass wir jetzt hier erst reinfahren müssen. Haben wir denn da irgendeine Ausfahrt übersehen? Hm. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber wir geben unser Bestes, drehen hier gleich und dann geht es dann auch gleich wieder zurück in unsere eigentliche Richtung.